am besten losgeht. Ich komme gerade aus dem Urlaub und bin von allem überrascht. Einmal von dem starken Widerstand gegen die Arztgesetze im Osten und dann aber auch, dass anscheinend im Westen jetzt eine Koalition entsteht aus Attac, aus Gewerkschaften, aus der Wahlinitiative. Und ich hoffe, dass das wirklich eine Lawine wird, die am Ende eine Änderung der Politik herbeiführt. Ich meine, vorher hieß es immer so, das sind die ewigen Blockierer, die Sozialromantiker. Könnte das jetzt eine andere Wendung nehmen? Alle geben zu, dass, also auch diejenigen, die sagen, es ist ein Vermittlungsproblem aufgetreten, geben zu, dass es nicht möglich war, die Idee oder die Perspektive dieser Politik zu vermitteln. Das geht auch nicht, weil diese Politik keine Perspektive hat. Sie übt Druck aus, sie versucht am äußersten Ende des Arbeitsmarktes Leute zu peitschen, zu quälen, also auch wirklich zu verletzen dann auch noch. Und dadurch entstehen ja keine neuen Arbeitsplätze. Und solange diese Umkehr, die Wende, der politisch Verantwortlichen und dann auch der Politik nicht eintritt, sehe ich keine Chance. Und das scheint ja jetzt in diesen Bewegungen montags im Osten und auch wahrscheinlich in zunehmendem Maße jetzt hier im Westen der Fall zu sein.